ganz nahe ist, er sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, ganz herzlich willkommen heute Morgen am 4. Advent zu unserer Eucharistiefeier. Ja, der 4. Advent, die Zeit ist vorgerückt. Es ist bald soweit. Der Adventskranz, die 4. Kerze, sie soll jetzt entzündet werden, um uns anzudeuten, dass das Fest von Weihnachten schon ganz nahe ist. So wollen wir diese Kerze nun entzünden. Lebendiger Gott, in deiner großen Liebe hast du Maria für uns alle auserwählt, deine Zuneigung zu uns Menschen am eigenen Leib zu erfahren. In geheimnisvoller Weise hast du sie zur Mutter deines Sohnes gemacht. Berühre auch unser Herz, dass wir deine Liebe spüren und guter Hoffnung werden, dass du in unsere Welt eintrittst. Mach uns bereit, dich aufzunehmen in unser bescheidenes und sehnsuchtsvolles Herz. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, damit der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher, auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe und vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königstum Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes. Von dir.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen, ihm, dem einen weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des
des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Als du denkst, ganz zu schweigen von den ungeahnten Möglichkeiten Gottes mit dir. Dieser Satz in dieser oder einer ähnlichen Formulierung, er wird dem heiligen Ignatius von Loyola zugeschrieben. Und dieser Satz hat sich tatsächlich schon sehr, sehr oft bewahrheitet. Ich glaube, jeder von uns könnte das so auch bestätigen. Da wird zum Beispiel jemandem oder einer Frau, einem Mann eine Aufgabe übertragen und ganz viele haben ihre Zweifel, ob sie oder er das überhaupt packt. Aber es zeigt sich, es funktioniert. Besser als erwartet oder geplant. Oder ein Mensch sieht eine Chance seines Lebens, trotz großer Bedenken, trotz großer Herausforderungen und vielleicht auch Ängste, packt er diese Chance beim Schopf und er hat Erfolg. Oder jemand merkt, jetzt bin ich in einer Sackgasse gelandet. Jetzt habe ich mich mal wieder verrannt. Das sich einzugestehen, ist nicht immer leicht. Und dann die Veränderung anzugehen und zu spüren, ja, das hilft, das tut gut, das ist heilsam für Leib und Seele. Das sind jetzt nur so drei Allgemeinbeispiele, da denke ich, fallen jedem Personen ein, andere oder einer selbst, zu sagen, ja, solche Dinge gibt es. Und wenn wir in die vergangenen Monate hineinschauen, dann denke ich, hat dieser Satz sich auch mehrfach schon bewahrheitet. Seit dem Februar sind wir in einer Art Ausnahmezustand mit Höhen und Tiefen in wechselnden Weisen. Aber was ist in dieser Zeit auch gewachsen? Wo sind da plötzlich neue Möglichkeiten aufgegangen? Das sind Dinge entstanden, die wir nie für möglich gehalten haben. In einer, sind wir doch ganz ehrlich, bisweilen sehr egozentrischen Gesellschaft, in der wir stehen und leben. Nicht nur in Deutschland, in Europa, vor allen Dingen in unserer westlichen Welt. Plötzlich entdeckt man wieder den Nächsten. Da sind Dinge entstanden, dass man füreinander wieder etwas gemacht hat. Ich erinnere mich, Anfang März, wo der erste Lockdown dann kam, hieß es auch schon, Mundschutz. Und plötzlich gab es keine mehr, weil niemand darauf vorbereitet war. Was gab es da für nette Initiativen, dass Frauen privat zu Hause oder sich in Nähkreisen zusammengesetzt haben und aus allem Möglichen eine Alltagsmaske genäht haben, in den lustigsten Farben und Formen.
Und die wurden dann verteilt über die Rathäuser oder auch anderswo. Oder dass Menschen gesagt haben, wir müssen auf die schauen, die ganz weggesperrt sind, in Anführungsstrichen, die alten Menschen in den Pflegeheimen. Denen ging es ja wirklich nicht gut. Niemand durfte mehr zu ihnen. Trotzdem gab es Versuche, man bäckt etwas, lässt es vorbeibringen, dass die Menschen nicht vergessen sind. Kindergärten, Schulen haben bisweilen ein Mini-Programm auf die Beine gestellt, sind vor diese Pflegeheime gegangen, haben etwas aufgeführt, dass die Menschen vom Fenster aus wenigstens noch irgendwas mitbekommen haben. Das sind alles Dinge, die sind möglich geworden, weil wir dazu gezwungen wurden, ein Stück weit, durch die äußeren Umstände. Ideen sind entstanden, kreative Ideen, selbst bis hinein in die Kirche. Auch wir haben neue Wege beschritten, haben das Internet für uns auch erschlossen und entdeckt, haben einen YouTube-Kanal eröffnet, um während dem Lockdown im Frühjahr schon Gottesdienste online zu stellen, Impulse online zu stellen. Das haben wir jetzt seitdem getan. Dieser Gottesdienst hier in St. Gallus wird fast Sonntag für Sonntag mit aufgezeichnet und auf diesen YouTube-Kanal gestellt. Und seit dem ersten Advent haben wir Impulse eingestellt, jeden Tag. Wer schon länger nicht mehr vorbeigeguckt hat, kann das gerne mal tun auf diesem YouTube-Kanal. Über unsere Homepage erreicht man ihn ganz leicht. Es gibt immer Möglichkeiten, ungeahnte Möglichkeiten. Und manchmal fragt man sich, woher kommt die Kraft und diese Idee? Auch Maria, von der wir gerade im Evangelium gehört haben, diese junge Frau aus Nazareth, ja noch ein Mädchen eigentlich, muss mit den ungeahnten Möglichkeiten Gottes leben. Auch wenn sie alles andere als damit gerechnet hat. Wahrscheinlich wollte eine vielleicht etwas ältere Frau oder viele andere damals in Israel gerne den Messias auf die Welt bringen. Aber warum gerade sie, dieses junge Mädchen? Und wie soll das werden? Fragt sie den Engel. Wie kann ich das meinem Bräutigam, wie kann ich das Josef klar machen, dass ich jetzt auf einmal schwanger sein soll? Wird er mir glauben? Welche Möglichkeiten, welche Schwierigkeiten werden dadurch erst noch entstehen? Die Situation war alles andere als hervorragend. Heute sind wir Gott sei Dank so weit, dass junge werdende Mütter nicht ganz alleine gestellt sind. Sie erfahren Hilfen. Sie werden auch nicht mehr gesellschaftlich ausgegrenzt. Trotzdem haben sie es oft noch genug schwer. Aber damals war das in den meisten Fällen das Todesurteil. Solche Frauen wurden gesteinigt. Gott mutet hier Maria einiges zu. Und sie fragt, wie soll das geschehen? Der Engel hat nur eine kurze, aber eine ausschlaggebende Antwort für sie parat. Gott wird es richten. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott hat ungeahnte Möglichkeiten, um das Heil der Menschen und für die ganze Menschheit zu wirken. Gott hat sich die beste Möglichkeit für uns ausgesucht. Er wird selbst Mensch. Er sendet seinen Sohn. Er schenkt der Welt ein Kind, geboren von einer jungen Frau, und zeigt damit, dass er ungeahnte Möglichkeiten für diese Welt hat. Diese Heilsgeschichte, die uns da angekündigt wurde, darf aber für jede und jeden von uns nun zu einer Frage werden. Nämlich,
Wo sind meine Möglichkeiten, die für mich und für andere zum Heil werden können? Wo bringe ich meine Talente ein? In unsere Gesellschaft, in unsere Gemeinden, in unserer Kirche? Nehme ich die Möglichkeiten und Chancen an, die mir Gott in meine Wiege gelegt hat? Und bin ich bereit, diese Möglichkeiten dann auch zu nutzen? Denn auch ich, jede und jeder von uns, hat bei Gott Gnade gefunden. Will heißen, auch ich bin eine ungeahnte Möglichkeit Gottes in unserer Zeit. Amen. Miteinander den Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten zu Gott, der Wohnung sucht bei den Menschen. Für alle Zerstrittenen, um Versöhnung und Friede, um die Kraft, aufeinander zuzugehen, damit Gott unter ihnen sein Haus bauen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Einsamen, um Trost und Zufriedenheit, um den Mut, neue Beziehungen zu wagen, damit Gott ihnen im Nächsten begegnen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Glücklichen, um Offenheit und Gesprächsbereitschaft, um die Bereitschaft zu teilen, damit Gottes Heil allen Menschen zuteil werden kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Glaubenden, um Vertrauen und Hoffnung, um die Sehnsucht nach Gottes Nähe, damit Gott ihnen neu begegnen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Sterbenden, um Zuversicht und Beistand, um die Bereitschaft gehen zu können, damit Gott sie in seinen Frieden aufnehmen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Heilige Geist wird über alle kommen, die guten Willens sind. Dann wird Gott in unserer Mitte wohnen, heute schon und in Ewigkeit.
beten. Gott und Vater, deine Sehnsucht ist es, unter den Menschen zu leben. In deinem Sohn bist du uns nahe gekommen. Er gab uns mit dem Brot ein Zeichen seiner bleibenden Gegenwart unter uns. So lege nun deinen Geist auf uns und auf diese Gaben, dass unter uns Wandlung geschieht und deine Gegenwart lebendig wird. Mache uns bereit, dass wir, wie Maria, deinem Sohn annehmen können, nun in den Zeichen von Brot und Wein. Dann wird das Geheimnis deiner Gegenwart auch uns und unsere Welt verwandeln. Dir sei Ehre, Lob und Dank in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Nein,
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen Frauen und Männern, Jugendlichen und Kindern, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute Morgen besonders für Hermann Lott und Dominik Nagel. Di Cristoforo, Domenico, Nicola und Christina Iskelia. Und für Bernhard Gut. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Als Kinder Gottes beten, wie Jesus selbst es uns auch gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib du Frieden in dieser friedlosen Welt. Komm du uns zu Hilfe mit deiner Liebe, deiner Güte und deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung unserer Herzen und vor Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten, der zu seinen Aposteln gesagt hat, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und diesen Frieden dürfen wir immer wieder neu bitten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Schwächen und Fehler, sondern unseren Glauben und den Glauben deiner ganzen Kirche. Und schenke uns, die wir miteinander diese Kirche bilden, nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Geben wir einander durch ein freundliches Zunicken ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes.
Seht und erkennt in unserer Mitte im zerbrochenen Brot Jesus Christus, das Lamm Gottes, das wegnimmt alle Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht schuldig, dass du reingehst unter meinen Namen, aber sprich nur ein Wort, so wird der Preis Jesus. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Der Leib Jesu Christi. Zum Kommuniongang darf ich wie gewohnt bitten, dass dieser Block beginnt von der ersten bis zur letzten Reihe, dass Sie sich vom Seitenschiff dann hinten anschließen, über den Weg so herum, und dann dieses Segment vom Mittelblock auch so herum dann zu gehen und parallel dieses Segment zuerst vom Mittelblock so herum und dann dieser Block und der Abschluss hier.
Lasst uns beten. Barmherziger und guter Gott, du schaust uns an, gibst uns bleibendes Ansehen, denn wir haben auch bei dir Gnade gefunden. Wir danken dir dafür und für dieses heilige Brot, das uns stärkt auf unserem Weg. Lass uns wie Maria aus der Hoffnung leben und im Vertrauen auf dich auch die schweren Tage im Leben annehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Und so segne, behüte und begleite euch der liebende und nahende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Noch Folgendes zu anzukündigen. Wir gehen jetzt ganz rasch auf Weihnachten zu, in einem ganz besonderen Jahr. Deshalb haben wir auch, wie in unserem Fahrblatt ja auch angekündigt und auch über die Presse mitgeteilt, etwas Besonderes geplant. Am Heiligen Abend wird es draußen im Freien 3 Gottesdienste, Wortgottesdienste geben, kürzere Gottesdienste zur vollen Stunde, 16, 17 und 18 Uhr. Und erst dann spät am Abend um 21.30 Uhr wird eine Christwette dann sein in St. Martin. Für diese Gottesdienste draußen im Freien bitten wir einfach auch nur um Verständnis, wenn der Platz wirklich dann voll wäre. Wir müssen auch dort Abstand wahren, wir müssen Alltagsmaske tragen, singen dürfen wir auch nicht, aber wir dürfen zusammen beten, das Wort Gottes hören und uns so auf Weihnachten auch hin begleiten lassen und Weihnachten werden lassen in unserem Herzen. Sollte es wirklich dann so sein, dass zu einer Stunde der Platz wirklich voll wäre, müssten wir einfach bitten, dass sie dann eine Stunde später noch einmal kommen. Deshalb bieten wir diese Gottesdienste dreimal eben an. Wir wären aber auch dankbar, wenn vielleicht noch, fragen Sie mal in Ihren Familien, jemand bereit wäre, noch zusätzlich vielleicht auch zu helfen. Wir brauchen einfach für jeden Gottesdienst 3, 4 Leute noch, die bereit wären am Anfang. Wir müssen ja die Kontaktdaten aufnehmen, als einen Tisch dann gerichtet, wo man dann einfach sich dann eintragen muss. Und dann vielleicht auch am Ende am Platz, der Platz ist etwas gerichtet, dass man da auch wieder hilft beim Aufräumen. Wenn da jemand bereit wäre, noch sich für eine Stunde dabei zu sein. Frau van de Ven und Frau Bartosch, unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen, sind hier. Sie sind jetzt nachher hinten im Eingangsbereich auch. Dann können Sie sich auch ganz kurz bei Ihnen melden, denn die beiden gestalten diese 3 Feiern am Heiligen Abend hier vor der Kirche. Ja, so viel dazu. Die anderen Gottesdienste entnehmen Sie bitte dem Fahrbrief. Aber auch für all das gilt ein gewisser Vorbehalt. Es ist leider so, dass bereits schon bestimmte Landkreise in Baden-Württemberg auch keine Gottesdienste mehr feiern dürfen, weil der Inzidenzwert zu hoch ist. Wir hoffen nicht, dass es bei uns im Kreis Konstanz so weit kommt, aber wir wissen es nicht. Das heißt aber, wenn der Wert noch so steigen sollte bis Weihnachten, deshalb bitte ich auch in den kommenden Tagen auf das zu achten, was in der Zeitung steht, beziehungsweise an den Kirchentüren eventuell dann angeschlagen wird oder auf unserer Homepage eben auch dann zu finden sein wird, sollte der Ernstfall wirklich so schlimm kommen, dass wir auch unsere Gottesdienste absagen müssten, was wir aber derzeit nicht erwarten. Dann lade ich eben zu allen Gottesdiensten ein und danke jetzt am Schluss der musikalischen Mitgestaltung wieder für diesen Gottesdienst. Ganz herzlichen Dank.
allen jetzt einen gesegneten vierten Advent. Und so seid nun gesendet, geht hin und bringet seinen Frieden.